möchte euch heute zeigen, wie ihr so süße Eicheln häkeln könnt, die sich wunderbar als Herbstdeko eignen für den Herbsttisch oder sonstige Deko. Die sind super schnell und einfach gemacht und sehen wirklich total goldig aus. Und alles, was ihr dafür braucht, ist Wolle eurer Wahl. Ich habe jetzt hier die Catania Baumwolle genommen. Ihr könnt es natürlich auch in den Farben häkeln, wie ihr wollt, in so natürlichen Farben, in Brauntönen, aber auch bunte Eicheln. Einfach das, was euch gefällt. Zusätzlich, das habe ich beim Waldspaziergang mit meiner Tochter gesammelt, haben wir einfach Eicheln gesammelt und hier diese Hutkäppchen, die benötigen wir später, weil wir die dann draufkleben werden. Also braucht ihr dann auch einen Sekundenkleber, der für Textil geeignet ist. Eine Häkelnadel in der Größe 2,5, etwas Füllwatte, eine Fadenschere und eine Wollnadel. Die Materialien verlinke ich euch alle unten in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's auch schon los. Ich häkle jetzt mal eine grüne Eichel, einfach weil das auch ein bisschen besser zu sehen ist hier mit der Farbe. Und ihr könnt wie gesagt eure Farbe nehmen, die ihr möchtet. Und wir starten mit einem sogenannten Faden oder Magic Ring genannt. Da habe ich bereits schon einige Videos zu gemacht, die ich euch unten verlinke. Das ist das Schwierigste nämlich. Da gibt es aber auch Alternativen, die leichter gehen. Die zeige ich jetzt hier aber nicht alle, sondern ich verlinke euch die Videos, wie man so einen magischen Ring machen kann, unten. Da erkläre ich das dann auch nochmal langsam. Also ich mache das jetzt hier so, dass ich mir den Faden nehmen. Hier ist das Ende vom Faden, lege mir den einmal hier um den kleinen Finger rum, gehe dann hier einmal um den Zeigefinger, von oben über den Daumen einmal rumschlingen und führe das hier zurück zwischen kleinen Finger und Ringfinger. Dann habe ich ja hier eine Daumenschlaufe, da gehe ich mit meiner Häkelnadel rein, von oben, hole mir jetzt den Faden vom Zeigefinger mit einer Drehung und ziehe diesen durch die Schlaufe durch, so, und sichere das Ganze mit einer Luftmasche nochmal ab, das heißt nochmal Faden holen und hier durch diese kleine Schlaufe auf der Nadel. Dann hebe ich hier diesen Knoten mit Daumen und Mittelfinger fest, löse die Schlaufe und habe jetzt hier eine variable Schlinge, in die ich jetzt reinhäkle. Und zwar am Anfang 6 feste Maschen. Für eine feste Masche, ich halte mir hier so den Ring fest mit den anderen beiden Fingern, gehe ich jetzt durch, den Ring durch, hole mir den Faden, habe zwei Schlingen drauf und häkel eine feste Masche. Zeige es euch gleich nochmal. Davon insgesamt 6 Stück. Also in den Ring, Faden holen, ich habe jetzt zwei Schlingen drauf und masche die ab und habe eine feste Masche. 2, 3, 4, 5 und 6. So, jetzt kann ich hier an diesem kurzen Seil ziehen und die Schlinge schließt sich, dieser magische Ring. Ich ziehe aber noch nicht komplett fest. Na, so, also nicht komplett zu, so bis hier ungefähr. Das mache ich erst später, weil jetzt häkeln wir in Spiralrunden weiter. Das heißt, wir machen jetzt keine Kettmasche, sondern gehen gleich in die erste feste Masche vom Anfang rein. Da zähle ich einfach zurück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die ist also ein bisschen klein schon gezogen. Da gehe ich rein und häkle jetzt eine feste Masche. Und insgesamt häkle ich ja dann 6 feste Maschen. Ja, doch, ich bin drin. Also jetzt eine feste Masche häkeln. Und ich zähle mit 1 in die nächste Masche eine feste Masche. Hier einfach einstechen. 2. 3.
5 und 6. So, jetzt habe ich einmal um Kreis herum gehäkelt. Und jetzt ziehe ich hier nochmal fest die Schlinge, so dass sich hier das Loch in der Mitte schließt. Und jetzt häkeln wir weiter in Spiralrunden. Wir haben ja jetzt immer noch 6 Maschen in der Runde. Und jetzt in der nächsten Runde verdoppeln wir jede Masche. Damit ich jetzt weiß, wo der Rundenanfang ist, mache ich mir jetzt hier einen Faden vor die letzte gehäkelte Masche. Das war ja hier. Und häkel jetzt in jede der 6 Maschen 2 feste Maschen. Also ich gehe rein. Wir machen keine Kettmasche, sondern häkeln in Spiralrunden weiter. Ich häkel eine feste Masche und in die gleiche Masche steche ich jetzt nochmal ein und häkel eine zweite feste Masche. So haben wir die Maschen verdoppelt. Dann gehe ich hier in die nächste Masche und häkel auch hier 2 feste Maschen. 1, 2, jetzt haben wir schon 4. Und so weiter. Dann in die nächste wieder 2 feste Maschen. 5, 6. Dann in diese. 7, 8. 9, 10. Und 11, 12, also in die letzte Masche. So, jetzt haben wir 12 Maschen in der Runde. Und jetzt ist es ganz einfach. Jetzt häkeln wir insgesamt 5 Runden nur feste Maschen drüber. Das heißt, jetzt verändert sich auch die Maschenanzahl nicht mehr. Ich setze mir hier meinen Markierungsfaden wieder um. Und wir haben ja 12 Maschen in der Runde. Und jetzt häkel ich einfach in jede Masche eine feste Masche. Also wirklich nichts mehr verdoppeln. Jede Masche eine feste Masche. Wieder hier bis zum runden Anfang eine Runde. So, bin gleich am Ende der Runde angelangt. Hier noch die letzte feste Masche. Jetzt habe ich eine Runde gehäkelt. Jetzt seht ihr auch, jetzt wölbt sich das Ganze schon. Ich setze mir meinen Markierungsfaden wieder um und häkel wieder eine Runde. Nur feste Maschen. Das ist jetzt Runde Nummer 2. 2 sozusagen nach dieser Verdopplungsrunde. Also noch eine Runde. Und davon, wie gesagt, insgesamt 5 Runden. Das könnt ihr aber auch variieren. Könnt ihr auch selber gucken, wenn ihr hier so eine Eichel habt, wie hoch ihr das häkeln wollt. Ich häkel, wie gesagt, jetzt insgesamt 5 Runden. Das ist jetzt meine zweite Runde. Danach noch 3 weitere. Und dann sehen wir uns wieder. Und einfach in jede Masche eine feste Masche. So, ich habe jetzt noch noch weitere 5 Runden, also insgesamt jetzt 5 Runden ohne Zunahmen gehäkelt. Dann habe ich jetzt ungefähr diese Größe erreicht. Das reicht mir jetzt. Und jetzt ziehe ich hier ein bisschen lang und verstecke erstmal diesen Anfangsfaden. Ja, das ist mein Markierungsfaden. Hier dieser grüne kurze Faden, den könnt ihr schon mal hier ins Innere der Eichel verstecken. Brauchen wir den später auch nicht vernähen, das ist einfach ein bisschen Füllmaterial und dann stopfe ich das Ganze jetzt mit Füllwatte aus. Wenn ihr keine Füllwatte habt, könnt ihr auch zum Beispiel kleine Reiskörner nehmen oder Restewolle, also Restefäden. So, jetzt. Genau, also einfach so ein bisschen Füllwatte nehmen und das jetzt schon mal ausstopfen. Gehe ich am Anfang immer so mit dem Finger rein und fülle das aus. Und dann nehme ich immer das Ende von der Häkelnadel und stopfe das hier noch so ein bisschen rein. Genau, und da gucken auch, ein gutes Mittelmaß zu finden, sollte natürlich schon relativ fest sein, aber auch nicht zu dick ausstopfen, weil sonst die Wolle, die Füllwatte komplett durchschimmert.
Dann denkst du, ist das jetzt okay? Und jetzt nehmen wir ab. Das heißt, ich setze hier mal einen Faden wieder um. Wir haben ja immer noch unsere 12 Maschen in der Runde und ich häkle jetzt immer 2 Maschen zusammen, sodass wir wieder auf 6 Maschen kommen. Um 2 Maschen zusammen zu häkeln, gehe ich jetzt hier in die nächste Masche wieder rein. Mit der anderen halte ich so ein bisschen die Füllwatte fest. Also ich gehe rein, häkel das aber noch nicht ab, sondern gehe in die nächste Masche rein, hole mir den Faden, habe jetzt 3 Schlingen drauf und die masche ich zusammen ab. Und dann habe ich aus 2 Maschen eine gemacht. So, dann häkle ich die beiden zusammen, auch wieder in die erste Masche rein. Faden holen, noch nicht abmaschen, sondern in die nächste Masche einstechen. So. Auch Faden holen, 3 Schlingen drauf und die abmaschen. Das machen wir insgesamt 6 Mal. 1, 2, dann die nächsten beiden. Faden holen, in die nächste Masche rein. 3 sind drauf und abmaschen. 3. Sechs. Da haben wir jetzt insgesamt 6 Abnahmen gehäkelt und haben jetzt nur noch 6 Maschen in der Runde. Ich nehme jetzt den Markierungsfaden komplett raus, häkel jetzt hier in die nächste Masche nochmal eine Kettmasche. Das heißt, in die nächste Masche gehe ich rein, hole mir den Faden und ziehe den komplett durch die nächste Masche durch. Schneide das Ganze jetzt ab. Bisschen länger, weil wir das noch zum Vernähen brauchen. Ziehen wir hier die Schlaufe. Und jetzt nehmt ihr einfach eine Wollnadel. Wir haben jetzt ja hier noch eine Öffnung und die schließen wir. Das sind ja diese 6 Maschen, die jetzt noch übrig geblieben sind. Und da gehe ich jetzt einfach immer abwechselnd von außen und innen hier in die Maschen rein. Die 6, 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Und dann könnt ihr das nämlich jetzt, wenn ihr hier zieht, geht das alles zu. Mal richtig schön festziehen. Dann nochmal einmal hier durch. Das reicht eigentlich schon fast. Und dann gehe ich nochmal von oben komplett durch und verstecke den Faden. Indem ich hier ein bisschen mit Zug abschneide. So. So, und jetzt fehlt nur noch, ihr könnt es dann auch noch so ein bisschen in Form bringen, wie ihr halt die Eichel haben wollt. Dann nehmt ihr euch, wie gesagt, so ein Hütchen, was ihr beim Spazieren im Wald mitgenommen habt, und jetzt kommt der Uhu noch zum Einsatz, also dieser Sekundenkleber, einfach ein Sekundenkleber, der halt für Textil geeignet ist. Da mache ich dann ein bisschen drauf, brauchen wir auch nicht so viel, verteile das hier so im Inneren vom Hütchen und ich nehme eine gehäkelte Eichel, drücke die hier vorne so ein bisschen zusammen und gucke, dass ich die halt dann schön auf das Hütchen raufkriege. Und dann hebe ich das Ganze noch kurz fest. Und fertig ist eure selbstgehäkelte Eichel. Hebt mal noch die anderen hin. Könnt ihr natürlich auch in den Größen variieren, wie ihr das haben wollt. Und halt das entweder ja, kunterbunt machen oder einfarbig. Und ich finde, das ist einfach eine schöne Deko-Idee. Ihr könntet natürlich auch, wenn ihr das zum Beispiel aufhängen wollt, könnte man sich ja auch hier so ein kleines Löchlein bohren, bevor man das anklebt, und dann hier unten, also noch einen Faden anbringen mit einem Knoten unten, dann könnte man das auch aufhängen. Das ist ganz euch überlassen.
Genau. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachhäkeln und einen wundervollen Herbst. Bis ganz bald, eure Maschenmarie.